Moin, mein Name ist Alvo, ich bin auf benachbarten Feldern unterwegs und heute möchte ich gucken, wie gefährlich denn überhaupt ein Recurve-Takedown-Bogen ist und ob man sich mit einer Pfanne vor dieser schützen kann, wie wir es in einem bekannten Spiel zum Beispiel schon mal gesehen haben. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Wenn du nicht weißt, was ein Recurve-Takedown-Bogen ist, musst du dich nicht schämen, das ist im Prinzip nichts weiter als ein gebogener Bogen, haha, haha, der mit Schrauben auseinander oder wieder zusammengebaut werden kann, also ein ziemlich transportabler Bogen. Mein Recurve Takedown Bogen hat knapp 38 lbs und eine Weite von 70 Zoll. Und wie man den zusammenbaut und benutzt, das zeige ich dir jetzt mal. Das heißt, wir setzen den richtigen Bogenarm in unser Griffstück ein und schrauben jetzt ganz einfach mit einer kleinen Schraube, die wir dabei haben, den Griffarm sozusagen daran an. Und das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Jetzt nehmen wir die Stur und spannen die ein. Dafür kann man entweder eine Einspannhilfe nehmen oder man macht es wie ich, indem man den Bogen quer zwischen die Beine stellt. Der Bogen ist fertig und jetzt probieren wir mal, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Bevor wir uns der Pfanne zuwenden, möchte ich mich aber einmal kurz vorher einschießen und außerdem euch auch zeigen, wie viel Power eigentlich hinter so einem Bogen wirklich steckt an einer normalen Plastikflasche. Die kennt jeder von euch von zu Hause. Okay. Das war nicht erwartet. Eigentlich sollte das Ding durchgehen. Da muss ich, glaube ich, dem Bogen noch mal ein bisschen mehr Power geben. Ja? Aber ihr seht auch dadurch, dass das relativ dickes Material ist und es frei steht, also sozusagen nach hinten kein Stopper hat für die Energie, ist das Ding auch widerstandsfähiger als gedacht. Okay, es ist zwar ein kleines Loch drin, aber trotzdem ist der Pfeil direkt wieder abgeprallt. Wer sich übrigens wundert, was das ist, ich wundere mich gerade selber, dass das Ding so stabil ist. Das ist von diesen typischen Proteinshakern. Ja? Ich mache manchmal mir Proteinshakes für kleine Touren und solche Sachen. Und das Ding ist auf jeden Fall robuster, als ich gedacht hätte. Aber jetzt gebe ich mal Vollpower. So, Full Power Schuss und ich muss sagen, der Pfeil ist trotzdem nicht auf der anderen Seite rausgegangen. Das heißt, gegen diesen Takedown-Bogen sich zu schützen, ja, also 38 lbs bei 70 Zoll, würde eine Weste aus diesen Dingern sozusagen reichen. Obwohl ich gesehen habe eben, als ich es ein bisschen ausprobiert habe, dass der Boden lange nicht so widerstandsfähig ist. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man sich in einem Verteidigungsfall mit solchen Dingern sozusagen gegen Bögen zumindest eine kleine Weste draus bastelt. Eine massive gusseiserne Pfanne. Wie komme ich überhaupt dazu, auszuprobieren, ob so eine gusseiserne Pfanne hält, wenn man mit einem Bogen dagegen schießt, ob das sozusagen ein effektiver Schutz ist. Manche von euch wissen, dass ich auch ein enthusiastischer Gamer zu Hause bin. Das liegt wahrscheinlich einfach in meiner Generation, ab und zu spielen. Und es gibt ein Spiel, das heißt PlayerUnknown's Battleground. Da geht es so ein bisschen wie Tribute von Panem, nur mit normalen Waffen sozusagen auf Last Man Standing als Konzept hinzu. Und dort gibt es eine Pfanne, die kann man ausrüsten und sich dagegen dann schützen, gegen Pistolenschüsse, gegen alle Arten von Gewehrschüssen und so weiter und so fort und sogar gegen eine Armbrust. Und ich wollte jetzt erstmal wissen, ob mein Bogen sozusagen dem Ding Schaden zufügen kann, einer gusseisernen Pfanne. Ich habe schon mal in anderen Videos, zum Beispiel auch bei Fritz auf dem Kanal gesehen, dass eine normale Pfanne, jetzt so eine günstige vom Supermarkt, da nicht hält. Aber ob man sich mit so einer schmiedeeisernen Pfanne verteidigen kann, das werden wir jetzt gleich sehen. Ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey yo, was geht? Auf geht's! Okay, den Pfeil muss ich erstmal suchen gehen. Den Pfeil habe ich wieder gefunden. Außer einer kleinen Schramme ist der Pfanne überhaupt nichts passiert. Das war ja jetzt aber auch nur zum Warmschießen. Jetzt gehen wir mal Vollgas. Bis auf ein, zwei Schrammen hier auf der schmiedeeisernen Pfanne, muss ich sagen,
absolut keinen Schaden davongetragen. Man könnte damit sich zumindest grundlegend verteidigen, auch wenn das Ding natürlich schwer ist. Womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass das mein Pfeil so mitnimmt. Ihr seht da, das ist ein Carbon-Pfeil, also schon ein bisschen teurer. Ja, sind jetzt zwei kaputt gegangen an der Pfanne und es hat die Nocke auch noch hinten rausgeschleudert. Also ich muss sagen, da hat die Pfanne auf jeden Fall gewonnen. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht, dass das den Pfeil so krass mitgenommen hat. Aber wenn man genau überlegt, ist es ja auch nur logisch, die gesamte Kraft entlädt sich ja sozusagen auf diesen Pfeil, weil der kann ja nirgendwo anders hin im Prinzip mit der Kraft. Das heißt, er zerbricht da dran, denn das ist ja ein anscheinend vollkommen unbewegliches Objekt, obwohl ich nochmal gucken werde, ob ich das Ding nicht anders irgendwie klein kriege. Denn wie manche von euch wissen, habe ich natürlich auch noch eine ziemlich starke Ambus mit 175 lbs, die meiner Erfahrung nach zumindest oftmals stärker ist als der Bogen, dafür aber ein bisschen unruhiger schießt. Das muss man natürlich wissen, was einem da lieber ist. Aber mit roher Kraft kann sie auf jeden Fall punkten. Und deshalb jetzt abonnieren, denn dann verpasst ihr das nächste Video nicht, wo ich mal mit der Armbrust versuche, das Ding klein zu kriegen und noch ein paar andere Experimente machen werde. Schreibt mir gerne nochmal unten in die Kommentare, worauf ich denn sonst so schießen soll, beziehungsweise worauf ich achten soll. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt dem Video ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu Experimenten. Einfach mal draufklicken, wenn du noch ein bisschen mehr Abendunterhaltung möchtest. Hier unten auf dem Button kannst du mich wie immer abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn dann verpasst du die nächsten Bogenschießexperimente, zum Beispiel mit der Armbrust, auch nicht. Und ich sage dann bis zu den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.